Musst du mich jetzt ganz kurz um den kleinen Dicken kümmern. Und hab ihm jetzt mal sein Spielzeug hingeworfen. In der Hoffnung, dass er da jetzt auch angeht. Dazu hat Kane nichts mehr zu sagen. Dazu hat er noch nichts zu sagen. okay. War dann eben ein bisschen hell. Ja, diese Vögelchen, ne? Berlus und... Hallo! Perfekt. Ganz viele Ärzte der Dunkelheit. Hier ist wieder einer der großen Seen. Hier unten. Auch noch was. Ich will jetzt gerade mal wissen, was. Okay. Haben wir verbrannt? Wow, 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 wow. Tut hier nichts. Ist das an sich hier nicht so wild? Ich habe jetzt hier gefunden, wo man noch weitergehen kann. Wenn ihr Bescheid wisst, dürft ihr mich gerne als Besseren belehren. Ja, diesen sehe ich jetzt so oft in diesem Spiel. Ist schon mehr normal. Glaube ich, immer noch ein und dasselbe sein. Es ist so ein kleiner Bug da anscheinend. Den haben wir gerade nicht. Nee. Muss mal ganz kurz ausrüsten. Hier brauchen wir nicht. Aua. Perfekt. So. Die ja schon in die Richtung drehen. Immer noch wie ein Dorf. Hallo. Weg da. Ich glaube, dass es sogar sicherer wäre, als Mensch zu verkleiden. Seltsam, nicht wahr, Kain?
Das Schicksal ist für uns so schwer zu akzeptieren. Für dich und mich in unserem Tod. Den Tod gibt es nur in einer Welt voller Leben. Bald wirst du und nur du alleine deine Aufgabe erfüllen müssen. Ich kann dir nicht mehr länger behilflich sein. Willendorf, stolzer Verteidiger des Reiches mit seiner Kriegerelite und dem mächtigen Herrscherkönig Ottmar, dem Löwenthron war ich einst ergeben. Die goldenen Zeiten Willendorfs waren vorüber. Dies war die letzte Bastion gegen eine unsichere Zukunft. Ja, wir werden aber wieder so hin marschieren. Gut. Hier will ich noch hoch. Eigentlich müssen wir nach da unten. Lass mich vorbei. Ach, hier gibt's wieder Zauber. Das ist schön. Und ein Speicherpunkt, das ist noch besser. Hier wird man wenigstens mit zugekleistert. Quasi. Wir sind fast einen Monat unterwegs. Also in Spielzeit, nicht in Echtzeit. Weil in Echtzeit ist auch schon über einen Monat. Etwas über einen Monat. Ja, nein. Ach, du grüne Neune. Ja, das hat super geklappt. Einmal raus. Einmal rein. Ich hab doch schon zugemacht. Ach. Sehr lustig hier. Alter, du blödes Mist. So, weg mit dir. Da gab's auch nichts, was wir... Da.
kommen wir zurück. Nervig. Sehr nervig. Lass mich hier durch. Unglaublich. Oh, und Tote. Und tote Leichen. Ja, ich weiß. Ihr wollt unbedingt wieder aufstehen. Ich wusste gar nicht, dass wir als Frühaufsteher hier sind. Zauber kann ich jeder Kreatur die Seele aus dem Körper reißen. So erhalte ich die volle Kontrolle über die leere Fleischeshülle. Ich hab das Gefühl, doch. Hey, Victor! Das Fleischeshülle? Hallo. Was ist? So. So. Wunderbar. Damit kommen wir jetzt noch darüber. Tschüss. So. Ja, jetzt heißt es erstmal warten. Bis unsere Magie voll ist. Beziehungsweise. Einmal. Ja, klar. So. Perfekt. Und jetzt heißt es warten. Ich schalte dann, glaube ich, am besten wieder ein, wenn ich wieder volle Magie habe. Also, bis gleich. Wir können jetzt getrost weitermachen. Huch. Ich vergesse immer, dass ich eigentlich den anderen Knopf drücken muss, um den Controller anzumachen. Oh Gott. Ich werde nur kurz mal was zu trinken eingießen.
Oh Gott, voll verschluckt. Ich hasse das. In der Zeit kann sich das hier ja nochmal ein bisschen aufladen. Habe hier nichts gegen. Oh Gott. Perfekt. Und hinaus. Muss weiter. Alter. Scheiße. Nein, weg. Hätte schon genommen. Hey, vergiftetes Blut getrunken. Es gibt Besseres. Nein. Scheiße, ich mach's die ganze Zeit. Oh Gott. Ich weiß nicht, morgens bin ich irgendwie nicht so ganz... da. Läuft auf ihrem Schnürchen hier. Jungs. Jetzt du noch. Hey, Victor! Hoffe ich. Also komplett voll kriegen wir es nicht, die Lebensanzeige. Aber die kann sie auch so schon sehen lassen, finde ich. Ich glaube, ich hatte so bis jetzt nur ein einziges Mal fast komplett voll. So, jetzt werde ich einmal kurz speichern. War ich hier hinter? Ja. Einmal kurz speichern. Weil mich das hier jetzt schon ein paar Nerven gekostet hat. Aber damit können wir jetzt halt auch, auch Geistwesen beherrschen. Nicht nur die menschlichen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Mit uns. Das ist natürlich schon wieder Tag. Meine Güte. Das mächtige Willendorf hatte den Leib der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse gefunden. Eines dieser alten Geheimnisse besagte, dass in einem Grab ein Vorfahre von König Ottmar begraben sei. In diesem Grab würde ich eine Blutquelle finden, mit deren Hilfe ich einen äußerst... Huch! Okay.
Jetzt auch. Und da ist einmal was, da ist was. Okay. Wie war das Ganze? Hier kommen wir noch nicht lang. Könnte mir jetzt vorstellen. Erstmal wissen, was hier drin ist, bevor ich zu einer rede. Ja. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Ja, und das ist sehr gut. Denn jetzt können wir den einen Felsen da hinten zurückschieben. Müssten wir zumindest können. Jetzt die letzte Stärkefähigkeit gewesen sein. Ja. Gucken, was hier drin ist. Perfekt. Genau das, was ich wollte. Und gesucht habe. Denn hier gibt es etwas sehr, sehr Nützliches. Sozusagen ein kleines Upgrade. Werde hier mal. Ändere vom zurück. Und so machen. Ja, das ist ein bisschen so. Okay. An euch komme ich ja gerade so nicht vorbei, ne? Seine Pflicht ist hier so rum. Oh. Ja, ich will die Dinger jetzt hier mal so ein bisschen benutzen. Hier erstmal. Hier gibt es noch ganz viel davon. Ich würde sagen, jetzt lass mich auch durch. Das muss ich jetzt tatsächlich machen, sonst komme ich hier nicht drum herum. Oder hier durch. Hat er gesagt. Hierfür kann ich wieder das Normale verwenden. Ich sehe gerade, überziehe der Part jetzt schon wieder. Das ist sehr schön. Oder auch nicht. Ja. Dann mache ich jetzt gleich im nächsten Part weiter.